Hallo Leute, willkommen zurück. Müsste es Part 5 sein? Von Tony Hawk's Pro Skater oder Tony Hawk's Skateboarding. Wir sind in Downtown. Auch nochmal Level, in dem ich richtig furchtbar bin. Aber wir haben weniger Goals als beim Remake. Wir haben die blöden Gaps zum Beispiel in das Popcorn nicht. Aber nur die Punkte, die Skate-Tafeln. Und Buchstaben. Wir sehen Tape natürlich, das ist nicht das gleiche. Auch gleiche Location. Aber wir werden einmal uns um die Punkte kümmern. Oh. Ich mache immer den Special-Trick, aber er nimmt nicht das Nippern. Oh, das ist ja ausgegangen. Das habe ich nicht kommen gesehen. Ich habe das eines der kaputten Autos, was wir im Remake dann schon gapen müssen. Aber das ist nicht grinden oder so. Das wäre nämlich für den Special-Trick ziemlich nice. Oh. Oh. Da war der Taxifahrer. Okay. Hinter dir war auch ein komisches Timing von meinen Inputs. War ein interessanter Bit. Der letzte Kalt. Ah, doch, geht. Okay. Passt. Zwar mal cool, das zu grinden und in einen Special Trick reinzukommen. Ey! Ich war mir nicht sicher, ob wir es ins Coping reinlegen, lehnen können. Und der grindet dann weiter drin, aber das macht er offensichtlich nicht. wird gerne den Grind machen, weil er ziemlich viele Punkte bringt. Aber der ist ja ausgegangen. Punkte bringen auch sichtlich immer weniger, umso öfter man sie macht. Das ist aber nur so 3000. Ich glaube, ich schaffe die Punkte einfach nicht durch meine Unfähigkeit. Ah. 40. Oh ja. Das war knapper, als sein sollte. So, da. Was machen wir als nächstes? Skate? Ich glaube, es wird Skate werden. Wenn ich jetzt dran scheitere. So. Second try. Besser. Das K ist ein Brunnen. Ich bin gerade am überlegen, wo es A war. Aber es müsste eigentlich alles oben dann sein. Oh, ich fahre gerade irgendwo hin. Bin gerade etwas orientierungslos. Da ist der Start. Ich hoffe, das geht hier aus. Kicker Gap. Kick jetzt der Street Gap. 360 Flip! Und das Switch auch noch. Da ist es A. Und jetzt dann oben ist T. Und dann haben wir über den Kicker Gap noch. Kann man das da eigentlich außer machen? Ja, geht sehr aus. Wenn man nichts geht mit dem Remaster. Ich kann mich erinnern, dass ich oft den Truck da gebraucht habe dafür. Dann ist da das T. Und dann müssen wir links raus. Und jetzt hoffentlich. Junge! Komm mal klar her. Waren jetzt 20 Sekunden, dass ich da irgendwie aufgekommen. Ah ja. Zumindest das. Das wäre ein bigger Flip zum Beispiel, für 60 Flip 180. Ziemlich nicer Trick. Und Bail. Dann haben wir eigentlich. Nächsten Run nur mal das Tape und die Tafeln. Vielleicht so die Tafeln mal uns checken. So, da. Ja, ist okay.
Dann checken wir die Skate-Tafeln. Mal schauen, ob ich alle finde. Also in einer normalen Zeit. Das erste ist es beim Entry und Ausgang vom Park. Dann da oben, wo Tech-Deck normalerweise ist. Die Tech-Deck-Werbung. Das war jetzt sowieso ein extrem cooler Trick. 60 Flip für 60. Was ist denn da? Man sowas dann nennen kann, ob das eben einen coolen Trick hat. Einen coolen Namen auf jeden Fall. Das waren sie schon. Sollten wir schon ins Secret Tape noch versuchen? Könnte sich ausgehen. Ja, das ist der offizielle Weg. Und dann müsste man dann noch ein gutes Timing haben für alle Rails. Aber wir sind jetzt eh special. Mepha! So, dann haben wir da mal Speed. Oh, okay. Wir haben noch eine halbe Minute Zeit. Machen wir noch einen Run, dass wir da. Ich mach gerade echt furchtbare Sachen. Ah, es ist. Fühlt sich mit dem Import hin und wieder so komisch an. So. Ich will gar nicht sagen, dass ich es gerade direkt auf das Tape zugesteuert habe. Und wir haben es nicht geschafft. Weil er einfach nicht special war. Da kann man gerne einen Retry machen. Nee, das war einfach nur ein Fail von mir. Es ist. Ich habe damals schon mal das Problem gehabt, dass der Input ein bisschen weird war. Es ist zwar schon besser mit einem Gaming-Mode am Monitor, aber es ist halt immer nicht das gleiche, wie es damals war. Ohne es war schon immer so. Da sind jetzt so viele Happenings plötzlich gewesen. Okay. Nochmal. Nicht immer Switch machen. Es ist, ich versuche wirklich nur drauf zu steuern und es, man merkt einfach, dass die Steuerung vom neuen Teil einfach so viel besser ist. Es ist einfach so verbessert worden ist generell. Aber schau, sogar mit Special einfach nur Beine trifft. Ich bin einfach nur furchtbar darin anscheinend. Es dauert gerade zu lang. Der letzte hat schon erkennen sein können in der Combo. Oh, es ist. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Es fühlt sich gerade so schwammig an. Ja, wir werden einfach noch einen Retry machen. Hey, ich hab echt gerade. Die Schwenke, was gerade sind, sind echt so abnormal. Aber ich kann nicht sagen, woher. Die kurze Zeit, wo es einfach nur abbremst. Ob ich nochmal die Stats anpassen muss durch Decks, aber ich habe das Gefühl, dass er das vor allem anmacht. Wir werden uns dann im nächsten Part nochmal ein neues Deck checken. Ah, es ist. Ich kann schon nichts mehr sagen gegen meine Unfähigkeit. Das ist auch furchtbar. So, da kann man einfach nur mit Special werden. Okay, irgendwas geht gerade ganz schief. Er schluckt einen gewissen Input und hin und wieder ist aber. Vielleicht ist auch das Los nicht so gut für mein Gameplay. Können wir das Gap springen? Vielleicht können wir da ein bisschen Punkte.
Ach, ich bin schon wieder vorbeigesprungen. Kann man einfach mit so einem Festplant oder so. Ja, zumindest das. Ich werde mir jetzt mal die Achsen fest einstellen, weil mir kommt vor, dass es so ein Warblick wird, sondern wieder. Und im echten Leben ist es natürlich auch, wenn man zu schnell ist, dann ist das Board mehr Warblick, aber ich habe keine Ahnung, ob das wirklich Input ist oder ob man einfach nur den Radius verkleinern kann, was es so fahren kann. Warum man immer das machen möchte. Dann werden wir die Achsen auf Medium umstellen. Bis da. So skaten, ein bisschen aus dem Level sehen. Ja, wir gehen immer straight auf die Goals. Oh, das Kino. Aber das ist da auch vorhanden. Bin jetzt aber nicht wirklich geskatert. Alright, das war Downtown. Einer meiner Level, die was ich nicht so gern mag, aber wie man sieht, ich bin einfach nur furchtbar darin. Wir hätten sogar direkt in die Ausrüstung reingehen können. Aber ja. Wir springen kurz zurück. Schauen, welche neuen Decks wir haben. Ist Zeit. Okay. Finde nicht so cool, wir werden beim Shorties bleiben. So, und so mal Medium. Ja, dann mal Medium versuchen. Next Run ist dann Downhill Champ Phoenix. Cool Level, ich bin noch schlechterin. Passt, bis zum nächsten Mal, Kids.